Gott verdammt, ich habe das kommen sehen. Was? Ich werde wohl noch zu McDonald's gehen. So. Hab ein paar Mädels getroffen, aber bin eklig besoffen. Wow. Für ein One-Night-Stand, das ist schon zu spät. Fuck. Ich werde ein Veggie mit Pommes nehmen. Yeah. Setze mich an den Kanal, fresse den Scheiß, alles kommt und geht. Kommt und geht. Meine kindische Fresse spiegelt sich im süffigen Binnengewässer. Und morgen früh bin ich mir sicher, hab ich eine Stimme wie Casper. Nicht der Casper mit Hits, ich meine den Casper aus Kids. Stand auf der Gästeliste mit lässigem Blick, aber schau dir mein Leben an, es ist gefickt. Ich bin ein dummer Klugscheißer. Warum? Wenn ich abstürze, wird WhatsApp zu meinem Flugschreiber. Oh shit. Fuck ein paar Drunk-Dials, fuck eine Anzeige. Ich würde ja anrufen und mich entschuldigen, aber bin zu heiser. Hört mal. Und ich denke nur, so blöd kann keiner sein. Mann, ich dachte, ich sei klüger, verdammt. Aber doch bin so verfickt wütend, verdammt. Aber keine Sorge, schon morgen werde ich wieder ein Süddeutscher Mann. Steige in mein Büßergewand und bringe die Kehrwoche und Maultaschen über das Land. Ja. Alles wieder gut, alles wieder gut. Nackte Füße im Sand. Der Nachtbus riecht wie ein nasser Hund. Die Welt hier drin ist abgefuckt und bunt. Yeah. Mein Sony vibriert in meiner Tasche mitten in der Nacht und summt. Eine unterdrückte Nummer schreibt mich an aus irgendeinem Spastengrund. Ich hätte irgendwas im Netz gesagt und jetzt wird's hart mit Waffen und krassen Jungs. Man werde mit mir den Boden wischen. Oh. Yeah. Denn alle seine Jungs sind Drogenbosse. Yeah. Ja, ja, beeindruckende Drohkulisse. Aber ihr könnt immer die Hoden küssen, ihr blöden Bitches, ihr Wichser, Hunde. Ich lege auf und schmeiße mein Handtelefon aus dem Nachtbusfenster. Irgendwie ist ja mittlerweile jede Kartoffel auch ein krasser Gangster. Wow. Das könnte noch zu Problemen führen, vielleicht sind das ja wirklich Waffenhändler. Aber ich scheiße drauf, denn was soll ich an dieser abgefuckten Nacht noch ändern? Ich geh in den Späti und werde ein Milka Tender und ein Hennessy nehmen. Yeah. Ich bin ja auch nur ein Spast aus einer ländlichen Gegend mit lächerlichen Männerproblemen. Yeah. Ich lehne mich an und unterbreche das Milka Tender im Stehen. Ja, ja, ich weiß, man kann auch anders mit einer Trennung umgehen.